Ich bin der Andreas Kleber, komme von Garmisch-Partenkirchen und bin 13 Jahre alt. Ich bin durch meinen Papa durchs Motocrossfahren gekommen. Er ist auch früher immer Motocross gefahren, so Stoppelcross-Rennen und so. Ich habe mein erstes Motorrad zum Geburtstag bekommen, wo ich 7 geworden bin. Und ja, da bin ich im Garten rumgefahren und habe die Blumenbeete kaputt gemacht und so. Mein erstes Rennen war in Rietz, das ist bei Innsbruck da in der Nähe. Und da bin ich im ersten Lauf 30. geworden von 41. Und im zweiten Lauf bin ich 22. geworden. Und ja, und ich habe mich sau gefreut. Also, es war ein schönes Erlebnis.